Willkommen hier alle zusammen zur Night School heute, die den Tag beschließt. Zusammen werden wir eine kleine Zeitreise unternehmen. Wir feiern 30 Jahre OOP und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, einmal diese Jahre Revue passieren lassen zu lassen, aber auch den Blick auf die nächsten 30 Jahre OOP zu werfen. Also wenn wir dann uns im Jahr 2051 alle wiedersehen, dann können wir ja nochmal zurückblicken. Um diese Zeitreise zu gestalten, habe ich mir einige Gäste eingeladen, die eine lange OOP-Historie haben, aber dazu später mehr. Auch wird das Publikum mit einbezogen, also alle, die hier zuhören, werden die Gelegenheit haben, Beiträge zu leisten. Einmal über den Chat könnt ihr Dinge einbringen zu den verschiedenen Fragen, aber ich habe auch etwas vorbereitet. Mit viel Aufwand und viel technischer Hilfe ist es mir gelungen, Slido einzubinden. Das heißt, wir werden Umfragen machen. Nehmt also eure Smartphones bereit, damit ihr den QR-Code zu den Umfragen scannen könnt. Da können dann einige Themen von euch eingekippt werden, die wir dann auch aufgreifen hier mit den Gästen. So viel dazu. Ein weiterer Punkt ist, diese Session wird aufgezeichnet. Sie wird dann später auch den Teilnehmern zur Verfügung gestellt oder über YouTube, denke ich. Gut, damit möchte ich beginnen. Zeitreise 30 Jahre OP. Ist ja eigentlich erstmal was zum Feiern. Aber ich möchte doch mit etwas beginnen. Während der Zusammenstellung dieser Talkshow ist leider Brad Cox verstorben, am 2. Januar diesen Jahres. Brad Cox, den kennt ihr sicherlich als Erfinder oder Miterfinder von Objective-C. Das ist ja eine objektorientierte Programmiersprache, die sich auch heute noch in verschiedensten Anwendungen befindet, unter anderem von Apple. Brad Cox, auch deswegen hier im Gedenken an ihn, weil er in dieser Talkshow nochmal eine gewichtige Rolle spielen wird. Dies zum Anfang. Jetzt möchte ich meine Gäste vorstellen. Hier habe ich die Bilder mal vorgestellt. Es ist so, die Gäste, die Francis Paulisch, Nico Jussitis, Carola Lilienthal, Jürgen Herzschek und Brigitte Steindor. Ich habe mich jetzt mal verkniffen, ihre berufliche Herkunft darzustellen, sondern einfach nur, wie lange sie denn schon dabei sind. Und da sieht man, Francis, seit 1992 ist sie schon dabei, Nico Jussitis seit 1996 Sprecher. Carola hat eine ganze Zeit lang, etwa 10 Jahre als OOP-Teilnehmerin uns begleitet hier auf der OOP und seit 2010 hat sie gesprochen, hier als Sprecherin, ist also sowohl langjährige Teilnehmerin und Sprecherin. Jürgen Herzschek, auch schon jetzt sein 26. OOP-Jubiläum und die Brigitte, Teilnehmerin seit 1993. Das sind natürlich schon, an alle, die hier zuhören, 200 Jahre, die mit mir, wenn ich mich einbeziehe, zusammenkommen, ungefähr an OOP. Das ist natürlich eine hervorragende Basis, um das Ganze, um uns mal hier mit den Themen zu beschäftigen. Aber ich möchte jetzt einfach mal alle Teilnehmer der Reihe nach bitten, dass sie sich vorstellen. Wir sehen jetzt hier die Gesichter. Ich fange dann mal an. Francis, stellst du dich kurz vor? Ja, hallo, ich bin Francis, bin seit, wie Frank sagte, seit die Anfangszeiten von der OOP als Technical Chair dabei. Ich bin bei Siemens Healthineers und leite da die Healthineers Software Initiative, wo wir Best Practices und unsere Strategie bezüglich Software machen. Und
Ich freue mich sehr, in diese Runde, auch in diese neue Konstellation und in diese neue Format dabei zu sein. Ja, Carola, dann gebe ich mal gleich weiter an dich. Ja, Carola Lienthal. Ich habe Informatik studiert und war schon in meinem Studium auf der OP damals, das weiß ich noch, da haben wir irgendwo bei Freunden übernachtet, um keine Kosten zu erzeugen und all so ein Zeugs. Heute bin ich Geschäftsführerin bei der WPS und bin der OP seit Jahren sehr verbunden, freue mich immer, wenn ich kommen kann und bin jetzt ein bisschen mit den DDD-Themen auch in der Programmgestaltung dabei. Ja, und freue mich total, dass wir hier alle heute sitzen und über die OP reden und mal auf die Vergangenheit gucken und die Zukunft. Ich bin sehr gespannt, was du für 2050 uns avisierst. Wie soll ich mal sagen? Da machen wir wieder so eine Runde hier. Okay. Danke dir. Ja, dann gebe ich mal an die Brigitte weiter. Ja, ich bin Teilnehmerin seit Jahren. Das letzte Jahr war ich nicht dabei. Da sind wir kurzfristig nicht, durften wir nicht fahren. Da war ja schon die Corona-Arie. Da müssten wir alle absagen, obwohl wir alle schon gebucht haben. Ich arbeite bei der Generali Deutschland. Ich bin IT-Architektin seit Jahren in so Plattformumfeld. Also quasi zwischen Host und dezentralen Systemen, so ein Bindeglied immer so dazwischen. Ja, und ich komme immer gerne auf die OOP, sieht man ja so viele Jahre, es bereichert immer wieder, neue Impulse zu bekommen für die tägliche Arbeit. Dankeschön, Brigitte. Dann gehen wir zum Nico weiter. Ja, schönen guten Morgen oder Abend oder sowas. Frank hat mich gerade erinnert, dass ich 25-jähriges Jubiläum als Sprecher habe. Und was das wirklich Erschreckende ist, den Vortrag, den ich 1996 gehalten habe, die Wahrheit über Vererbung in C++ könnte ich heute auch noch halten. Ich habe mich also in 25 Jahren nicht weiterentwickelt, habe aber, wie ich glaube, ich jetzt nochmal gerade geguckt habe, wirklich jedes Jahr seitdem mindestens einen Vortrag gehalten. Und der eine oder andere kennt mich vielleicht auch vom Stammtisch, den es jetzt auch schon etliche Jahre gibt. Ja, ja, Nico, auf deinen ersten Vortrag werden wir noch zu sprechen kommen. Oh Gott. Okay. Leider ist es ist sehr im Mysterium. Okay, dann aber haben wir noch den Jürgen. Ja, der Jürgen Herzig. Ich habe gerade eine Übersicht gesehen mit meinen schlappen, 26 Jahren jetzt dabei, bin ich ja fast bei den Jubis hier in der Runde. Das ist ja verrückt. Und muss feststellen, es lag aber wahrscheinlich daran, also ich habe mit, sag ich mal, etwa vor 35 Jahren angefangen, mich mit OO zu beschäftigen. Wahrscheinlich lag es dann, dass ich anders als Corona mir das zu Studentenzeiten, Unizeiten einfach nicht leisten konnte. Aber dann irgendwann, als ich jetzt schon ein paar Jahre jetzt mich bei der T-Systems beschäftige, auch mit dem Thema, bin dort im Prozessen IT-Umfeld unterwegs, war doch OO und die OOP ein ständiger Begleiter und da gab es schon ein paar interessante Stationen, die das irgendwie ganz gut, ja, kontinuierlich mit geprägt haben. Und freue mich da auf den Abend heute. Ja, ja, danke schön. Da war gleich schon eine Frage an den Nico. Ist der Hintergrund echt? Oder ist das nur für Nerds? Der ist echt, da sind meine Finanzamtsordner und Auszüge und was weiß ich. Nee, der ist echt. Okay, gut. Ja, ich habe jetzt gleich schon meine erste Frage an euch. Wie fühlt es sich jetzt so an? Wir sind ja alle zusammen, wollten 30 Jahre OP feiern, schön mit allen Teilnehmern zusammen mit Bier gesponsert, Champagner gesponsert und jetzt sind wir hier virtuell. Carola. Ja. Wie fühlt sich das an? Also für mich fühlt sich das inzwischen schon sehr normal an, merke ich immer wieder. Ich habe mich schon total daran gewöhnt. Natürlich vermisse ich das, Leute zu treffen und mit denen zu klönen. Aber ja, es tut mir leid, ich bin einfach so froh über das andere Leben, was ich gerade führen kann, dass ich das gar nicht so schrecklich finde im Moment, dass ich nicht so früh aufstehen muss, in Züge oder Flugzeuge steigen muss und diesen ganzen Stress habe, sondern einfach zu Hause sitzen kann und gleich in mein Bett steigen kann.
Ja, Jürgen, und was sagst du? So, Party Ja, auf OP und jetzt hier? ich muss sagen, also als ich mir dachte zuerst, OP, jetzt machst du fast ein Jahr lang hier Homeoffice und plagst dich jeden Tag mit irgendwelchen Konferenzen rum, virtuell und Meetings, da wird es wohl nichts mit einer OP, weil das wird ja nicht funktionieren. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe es nicht bereut und natürlich ist es toll dabei zu sein. Und das eine oder andere geht dann doch virtuell anders, manches sogar einfacher und besser, ja, aber es ist dann auch Geschmackssache im Ende. Also man kann durchaus auch so eine Konferenz sehr, sehr, sehr gut erleben virtuell. Ja, vielleicht, wenn wir das noch adressieren können, wenn wir auf die nächsten 30 Jahre gucken, was sich vielleicht an interessanten Themen gibt, die sich aus der Pandemie für den Fortschritt der Digitalisierung ergeben können, die wir dann hier auf der OP retrospektiv, aber auch weitertreibend ausnehmen können. Ja, Francis, hättest du das gedacht, als du 1992 ans Ruder kamst, dass wir hier virtuell sitzen? Nee, das hätte ich natürlich damals nicht gedacht. Das war auch so viel, das Wert auch von der OP war halt irgendwie die Menschen über den Weg zu laufen und in die Gänge zu sehen und an die Kaffee und die Cocktail und die Weinbars zu treffen. Müssen wir jetzt anders machen. Aber das Wichtigste ist, dass wir überhaupt zusammen sind in so eine Forum. Ja? Und wie Jürgen sagte, da gibt es auch manche andere Vorteile davon. Und man kann viel, viel mehr Leute erreichen. Man hat das auch viel mitdokumentiert. Also gibt auch Vorteile. Aber ich konnte mir das damals überhaupt nicht so vorstellen. Ne? Okay, ja, dann gehen wir mal gleich an die Brigitte weiter. Du hast ja schon gesagt, letztes Jahr konntest nicht kommen wegen der beginnenden Pandemie. Jetzt bist du immer noch nicht physisch dort, aber virtuell sind wir hier zusammen. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Also ich bin ja auch seit einem Jahr zu Hause. Also ich glaube, seit 12. März war ich nicht mehr in der Firma. Also sitze ich immer auf diesem Arbeitsplatz, den ihr auch jetzt seht. Ja gut, fühlt sich anders aus. Sonst war immer das Drama, wie kommt man von Aachen nach München? Da gab es immer viele Abenteuer. Ich bin immer Zug gefahren und meistens in München war Schnee und Frost und alles Mögliche und die Verkehrsbedingungen waren jetzt auch nicht so besonders. Und jetzt ist Diesmal liegt umgekehrt. bei uns Schnee, ziemlich viel Schnee. Wir haben, glaube ich, -8 Grad. Also habe ich die gleichen Bedingungen wie sonst immer in München. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt die Bahn nicht nehmen musste, so gesehen. Also wie gesagt, das ist der Vorteil, ne? Aber sonst finde ich, die Atmosphäre auf der OP ist schon was anderes, als die Vorträge so zu hören. Also ist schon, also das Gefühl ist anders. Also ist besser live. Obwohl Ja. so schlecht ist es nicht. Also man kriegt sehr viel mit, man kann besser, sogar die Vorträge kann man besser verfolgen, finde ich. Man kann sich besser Aufzeichnungen machen oder es was merken, zwischendurch einen Kaffee holen. Aber die Atmosphäre fehlt. Die ist schon besonders, wenn man da live vor Ort ist. Ja, Nico, und du? Wie fühlt sich an, virtuell statt real, auch für deinen Stammtisch? Das war spannend gestern. Also wir haben echt überlegt, ob das geht. Und wir müssen sagen, also mit dem Chat, mit der Tatsache, dass da irgendwie 300 Leute waren und die haben kräftig mitgechattet, Das funktioniert. konnte man, hatten wir tatsächlich fast ein bisschen mehr engere Bindung und mehr Diskussion als sonst. Das hätte ich jetzt so erstmal nicht gedacht. Ich habe relativ viele Konferenzen gemacht dieses Jahr und hatte aber sogar im August eine Schulung vor Ort, die einzige in Magdeburg. Und ja, da dachten wir schon, wir hatten es alles überstanden. Und insofern, Frank, ich vermisse euch alle. Ja, das geht mir genauso. Aber ein Vorteil, kleine Anekdote heute Morgen, als ich die ersten Vorträge des Tracks angeschaut habe, den ich organisiert habe, habe ich gebügelt. Das war also war ein Bügelbrett hier vor dem Computer, Ton aus und Video aus und habe mir das angehört. Das ging echt ganz gut.
Naja, aber ich habe schon gesehen, hier der Wolfgang Reuter hat auch einen Kommentar gegeben für die Orga, ein Horror. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich jetzt alles bei so einer Konferenz nicht so ganz einfach ist. Daher auch erstmal Dank an die Organisatoren, dass das überhaupt alles geht. Ja. Und den unsichtbaren Fabian im Hintergrund, der hier jetzt die Regie, die Hauptregie hier führt. Gut. Aber bevor wir weitermachen mit Fragen, möchte ich mal einen kurzen Abriss geben, wie ich die OOP hier gesehen habe. Die ersten 30 Jahre, das ist jetzt subjektiv nach Themen geclustert, entlang meines eigenen Eindrucks. Ja, ihr seht die tollen OOP-Covers und das ist wunderbar, hervorragend. Und das hat die gute Beate Friedrichs zusammengetragen. Wenn man auf die ersten Jahre zurückblickt, das sind vor allen Dingen die ersten 3 Jahre gewesen, da kann man zusammenfassen, Objektorientierung pur, da Analyse, Design, Programmierung, Tools, Datenbanken, all das waren die Hauptthemen der Tracks. Daneben gab es noch ein bisschen Sprachen oder der zweite Schwerpunkt waren Sprachen, vor allen Dingen C++ und gab ein bisschen Smalltalk. Das war im Wesentlichen das Kernprogramm aus 10.000 Meter Flughöhe der ersten 3 Jahre. 1995, ja, da begann dann die nächste Ära, die ging so bis an die Jahrtausendwende heran. Objektorientierung, wie soll ich mal sagen, hat sich da weiterentwickelt, die Kernthemen blieben, aber es wurde schon so ein bisschen Richtung Design, Architektur geschoben. Da gab es dann Patterns, die kamen dazu ab 95, 96 Komponentenmodelle. Und auch die Themen Middleware, damals Corba. Ich kann mich erinnern, glaube ich, an irgendein Programm war der Michael Stahl, den ich ja auch gesehen habe im Publikum und hat alles über Corba erzählt und was es kann und nicht kann. Ja, Architektur kam auf und UML hat sich ja um die Zeit so langsam herausgeschält, als die Designsprache entstanden aus den Arbeiten von Ivar Jacobson, Jim Rambeau und Grady Booch, den wir ja auch auf der Konferenz haben. Der war nämlich damals auch schon dabei. C++ war immer noch dominant. Java kam aber auf, with a little bit of Java, seit 1997. Ich habe in den Programmen keinen früheren Vortrag über Java gefunden. Es kann sein, dass doch mir einer durch die Lappen gegangen ist, aber 1997 ist es auffällig im Programm geworden. Dann kam die Jahrtausendwende und die hat eigentlich einen Wandel eingeleitet, dahingehend, dass die reine Objektorientierung, ich sag mal, abgeklungen ist und dass vielmehr das Thema Architektur und dann auch Agilität aufgekommen ist. Ja, die OOP definiert sich ja auch als eine Konferenz für Softwarearchitektur. Da dieser Wandel, der ist da stattgefunden. Gerade das Thema serviceorientierte Architekturen. Und um die Zeit kamen auch die ersten Agilitätsthemen auf. Kent Beck hat 1999 eine Keynote gehalten zu Extreme Programming. Und daraufhin ist die Bewegung ins Rollen gekommen. Bei den Sprachen hat sich das umgedreht. Allein von der Anzahl der Vorträge ist das Richtung Java gegangen, C++ ist abgeklungen. Was aber gleich mit den Sprachen gekommen ist, sind die Plattformen, damals J2EE und auch .NET. Das waren beherrschende Technologiethemen im Sprachenbereich. 2006 ist es dann, wie soll ich mal sagen, weitergegangen mit den verschiedensten Systemtypen, webbasierte Architekturen, mobile Architekturen, serviceorientierte Architekturen weiter und das Thema Cloud kam auf. Auch im Programm so 2007, 2008 hatten wir da die ersten Vorträge, Hauptthemen. Das ist also weitergegangen. Die Agilität, die ist stärker geworden, hat sich auf den gesamten Entwicklungszyklus ausgeweitet, also von kleinen Praktiken bis hin jetzt dann von Projektmanagement bis hin zum Test und Delivery. Also dort wurde das Ganze, der ganze Entwicklungslebenszyklus agil abgeklappert.
Und bei den Sprachen oder haben jetzt dann die Plattformen, jetzt ist es ein bisschen falsch, es müsste ja schon JEE dann auch heißen, haben die Plattformen und die dahinterliegenden Infrastrukturen und Bibliotheken schon ein bisschen die Oberhand über die reinen Sprachvorträge genommen. Also man sieht, dass hier eine ganze Weiterentwicklung erfolgt ist, ausgehend von dem Original. 2012 haben wir dann ja nochmal einen Wandel gehabt. Francis hat den Staffelstab an die Jutta übergeben und da sind noch weitere Dinge geschehen. Einmal Architektur ist noch weiter gewachsen. Wir hatten jetzt Data Analytics, Big Data war dabei, Microservices kamen auf, das IoT hat den Einzug in die OOP gefunden und auch die Enterprise IT ist von einzelnen Vorträgen hin zu vielen weiteren evolviert. Agilität hat auch dann einen Riesensprung in diesen Jahren gemacht und hin zu Scaled Agility und DevOps und wir kamen auch zu Social Skills in dem Bereich. Also jetzt nicht mehr nur rein die, ich sag mal, das Ritual und die Praktiken in einem einzelnen Scrum-Team, sondern wirklich Organisatoren, nicht einzelne kleine Produkte oder Lösungen, sondern Portfolios, Lösungen. Das Thema DevOps hatten wir ja heute auch einen Vortrag in meinem Track über den aktuellen Stand und einen kleinen Ausblick. Und eben die nicht technischen und nicht technologischen Faktoren. Interessant war es, ich habe zweimal durchgeguckt, in diesen 5 Programmheften habe ich keinen echten, reinen Sprachenvortrag mehr gefunden. Da habe ich mich natürlich erst gefragt, was ist das denn? Ist das, wird sich das weiter fortziehen? Aber wenn wir gucken, habe ich das mal ganz vorne hingeschrieben. Ja, die Sprachen haben zurückgeschlagen. Also ab 2017, gibt ja dann auch einen eigenen Track, Modern Programming, wurde halt die Vielfalt der Sprachen aufgeführt. Ich habe jetzt nicht alles hier gemacht, es ist nicht komplett. Also Java, C++ habe ich gesehen, C# natürlich, aber auch dann, was das ganze Universum, was entstanden ist für spezielle Zwecke wie funktionale Programmierung, wie webbasierte Programmierung, alles das, wo Objektorientierung ein Stückchen drin ist, aber eben Aspekte betrachtet werden, die eben jetzt nicht Kern der klassischen Programmiersprachen sind, die wir in den 90ern oder um die Jahrtausendwende hatten. Genau, Agilität hat nochmal ein Stück weitergegangen, ich gehe mal davon aus, dass da sehr stark auch die Jutta dahinter gestanden ist. Agilität jetzt nicht mehr nur die tollen Technologien und Tools und was auch immer, sondern vor allem ein Thema wie soziale Integration, Diversity und auch die Verantwortlichkeit der Software Engineering Community für das, was sie produzieren. Auch bei den Prozessen, nicht weg von dem, ich sag mal, entwicklungszentrischen Denken hin zu kundenzentrischen Ansätzen, Business Agilität und User Experience. Ja, und die Themen kamen auf, sind jetzt noch nicht so ganz komplett im Vordergrund, ist vielleicht auch ein kleiner Diskussionsbeitrag, ob das sich nicht in Zukunft noch weiter verstärkt. Ja, und Architektur, das haben wir immer noch, gibt es immer noch und jetzt so werbespruchmäßig auch mit Artificial Intelligence. Das ist sozusagen der Abriss der OP über die Jahre und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber diskutieren. Aber ich frage jetzt mal meine allererste Frage an die Francis. Was war denn die Motivation überhaupt, du hast die Vorgeschichte miterlebt, die OP ins Leben zu rufen? Warum gibt es die überhaupt? Ja, die allererste war so eine Überbringen von Amerika. Da hat der Rick Friedman im Keller in New York da die Journal of Object-Oriented Programming quasi mit so ein bisschen Fake News gestartet. Die haben ja das schon alles angekündigt, obwohl gar nicht so richtig. Das war viel mehr Plauder, als es tatsächlich ganz am Anfang da war. Und dann, sobald man da Abonnenten hat, und das hat ja sehr schnell passiert, weil das ganz am Anfang von das Thema war, hat das wirklich explodiert. Und er und Richard Wiener und Marie Lenzi und sowas, die haben ja alles dann diese C++ Report und Object Magazine und diese Sachen da gebracht. Ja, und dann haben sie einfach hier expandiert.
Dann haben Sie gemerkt, dass Sie hier in Deutschland ist auch sehr viel in diese Themen, gerade in diese Sprachen und diese Technologieverständnis, das wir im Software haben in Europa, dass da ein ganz anderer Markt da ist. Ja? Und dann hat man nach den ersten Versuchsballon, sozusagen ist auch ein Grund, dass ich hier einen Ballon im Hintergrund habe, aber nach diesem ersten Versuchsballon hat man gesehen, dass wenn man die deutsche und die europäische Sachen da einbindet, dass da auch so viele Leute zu erreichen sind, aber auch einzubinden sind. Es geht ja nicht nur die amerikanische Way of Programming zu verteilen, sondern wir haben auch viel mehr interessante Ideen und Anregungen für, wie man das weltweit, diese Themen da macht. Ja. Und das fand ich auch super, dass da gerade die deutschen Spieler da wirklich auf den obersten Niveau hier arbeiten. Ja. Ja, also das fand ich damals auch eine der schlauen Züge, dass man von Anfang auf ein deutsch-englisches Programm geachtet hat. Ja, das war für mich schon tatsächlich eine Änderung. Ja, ansonsten ist man zu den Englischen gegangen. Ja. Hier hatte man dann auch viele deutsche Fachvorträge, was ja auch heute noch der Fall ist. Die Talkshow ist in Deutsch. Wir hatten heute einige Vorträge auch. Das schien sich wohl ein wichtiges Kriterium fürs Design gewesen zu sein. Ja, ja, das auch. Und gerade halt diese erste OOP, die ich beantwortet hatte, da, diese zweite da, diese 93, da war auch der Kirsten Nygaard, der Simula, Co-Creator von Simula. Also das ist, was ist mehr Objektorientierung als das? Also da das Herz von Objektorientierung schlägt ja, ist ja geboren in Europa. Ja. Und auch der Bertrand Mayer. Carola, du sitzt in Frankreich, der Bertrand war damals bei diesen 93er OOP mit dabei, Adele Goldberg von Smalltalk, jetzt nicht gerade Europäer, aber das war der Who's Who von der internationalen Objekt-Community und das haben wir halt weitergeführt. Ja. Mit euch, ja. Ja, prima, da habe ich jetzt dann auch gleich die nächste Anschlussfrage an dich. Was hat dich denn dann motiviert, Technical Chair zu werden? Ja, die Verbindungen. Also ich wollte halt wirklich, das hat sehr viel Wert drauf gelegt, diese Verbindungen da zu haben. Ja, da habe ich auch so fast so lange Haare wie jetzt. Aber irgendwie, das ist die Menschen zusammenzubringen für gezielte Praxis, praxisnahe Information in dem Softwareumfeld. Das ist, wofür ich lebe. Das ist mein Passion. Und das konnte ich an die OOP zusammen mit den SIX und SIX Datacom Team da super machen. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich kann mich auch noch erinnern mit Tristan Nygaard. Den hatte ich betreut. Ja, du hattest mich gebeten, ihn abends auszuführen. Er wird gern Wein trinken. Da waren wir in den Münchner Pfälzer Weinstuben. Da kann man so ein Sample, drei rote und drei weiße Weine bestellen, jeweils 0,1 und er wollte von jedem einen halben Liter. Ja, man müsste diese Einleitung, was du gezeigt hast, mit unserem Datum, da zurück zu dir. Du warst ja auch bei dieser 93er OP, genau. Ja auch damals dabei. Das war meine erste OP. Genau. Gut, aber ich habe jetzt noch die nächste Frage an dich. Kannst du dich denn noch an den Eröffnungsvortrag erinnern? Den ersten Vortrag auf der OOP, wer ihn gegeben hat, was der Titel war und was die Botschaft war? Nein, das kann ich nicht. Gut, dann möchte ich dich mal aufklären. Am 5. Februar, jetzt kommen wir wieder zu Brad Cox, ich hatte ja schon angedeutet, er spielt eine ganz wichtige Rolle, hat er um 9 Uhr die Konferenz eröffnet mit einem Vortrag, dessen Unterlagen leider nicht mehr auffindbar sind, aber den kann man im Internet sehen, also The Industrial Software Revolution. Mhm. Und das Interessante an dem Vortrag ist, und das ist vielleicht auch etwas, was wir hier mal kurz ansprechen können in der Runde. Ich hatte gesagt am Anfang, OOP war Objekttechnologie in allen Facetten. Das Interessante an Brad Coxes
Vortrag. Hier haben wir sein Bild nochmal in Farbe. Ich finde das sehr gut. Das ist ein Video, was man auf YouTube auch angucken kann. Da wird er 2 Stunden lang interviewt. Das ist sehr, sehr cool. Kann ich jedem empfehlen, mal anzuschauen. Aber der hat überhaupt gar nicht, der hat gleich mal die Objektorientierung klein gemacht. In der Keynote gab es 5 Hauptthesen, die auch in dem Paper drin sind. Der hat erstmal gesagt, hey, Leute, hört auf, alles selbst zu programmieren, sondern eigentlich werden Anwendungen aus Komponenten zusammengebaut von Katalogen, also komponieren, adaptieren. Das ist die erste Geschichte. Die zweite war schon prozessorientiert, die sagt, ach, diese wasserfallartigen, phasenorientierten Prozesse, die sind schon fehlgeschlagen, als der Terminus Software Crisis 1968 in die Welt gebracht worden ist, auf der NATO-Konferenz. Da hat er schon dann gleich seinen ebenfalls Krisenzustand gemacht. Man sollte stattdessen ein produktzentrisches Paradigma in den Prozess einbringen, der sich an den Zielen orientiert, die es zu erreichen gilt. Ja? Und das war ja jetzt, haben wir ja im Rückblick gesehen, ja auch in den letzten Jahren reingekommen. Man sieht also in die OP, da hat schon 1992 der Brett Cox einfach mal ein Brett hingelegt als ersten Vortrag. Und der vierte Punkt finde ich lustig, er hat mal die ganzen Objekttechnologien klein gemacht. Ne? Das ist nicht irgendwie eine tolle Technologie, sondern ein Ziel. Ziel ist einfach das Programmieren von viel manuellem Aufwand in zu einem organisatorischen Ansatz kommt, ähnlich wie Fertigung. Da kann man jetzt schon ein bisschen drüber spekulieren, ob das eine gute Analogie ist. Aber nichtsdestoweniger hat er mal so ein bisschen Druck aus dem Kessel genommen und einen Platz gefunden. Und Softwarearchitektur als letzten Punkt hat er da reingebracht, dass die ganzen Komponenten zusammenhält. Also das war eine sehr interessante Aussage. Und da ist natürlich schon die Frage mal, ja, Nico, was sagst du dazu? Ich? Wieso ich? Ja, warum nicht? Weißt du, zu der Zeit war James Coughlin mein Held. Also Tim Coughlin als Rebell. Und also ich kann da gar nichts zu sagen. Also ich habe immer, es hat immer ein bisschen gedauert in meinem Leben, bis ich was kapiert habe. Das war bei allen so. Und ich kann da nichts zu sagen. Tut mir leid, Frank. Fällt mir nicht so ein. Ja, macht ja nichts. Aber super interessant, das zu sehen von damals, ja. Also finde ich klasse. Ja, wir können uns ja immer noch fragen, haben wir diese Vision heute schon erreicht, ne, Carola? Naja, ich glaube nicht, dass wir diese Vision jemals erreichen werden. Das war eine große Hoffnung, die man vielleicht damals hatte. Aber für mich, also je länger ich in dieser Branche bin, desto mehr ist es für mich so, dass Software jedes Mal es ist jedes Mal eine Individualentwicklung, eine neue Sache. Man macht was ganz neu. Man kann, also es sind keine materiellen Dinge, die wir bauen, sondern es sind Gedankenkonstrukte, die wir in aufschreiben. Und das ist einfach was anderes als das, was er sich da gewünscht hat. Also klar, wir können Technologie wiederverwenden, aber dann kommt eine neue und dann müssen wir die alte austauschen. Aber ja, tut mir leid, also ich gucke da auf diese Sätze und denke, okay, ich hätte gern mit dem Herrn diskutiert, unbedingt, ja, weil vielleicht ist er heute auch anderer Meinung, weiß man ja nicht, ne? Aber ich sehe das nicht so. Also ich kann dem nicht folgen. Kannst du dem denn folgen, Frank? Ja, also ich kann dem folgen. Ich glaube, wir haben es auch noch nicht ganz erreicht. Da kam gerade ein cooler Chat rein, der sagte, ja, vielleicht haben sich nur die Namen geändert. Ja, ja, Jürgen, was sagst du zu der Vision? Ich finde es spannend, dass er das vor 30 Jahren gesagt hat. Insofern, als ich irgendwie beim ersten Mal da war, war ich schon eher so über die OO-Welt reingekommen und so der OO-Purist. Und wenn ich jetzt den Ballon sehe, denke ich an Smalltalk. Ja, klar. Und, und das war die Welt, mit der ich damals gestartet bin, so mit der Idee, idealisiert, das ist eine neue, coole Sache. Genauso musst du es umsetzen. Jede Software wird wieder aus dem Vollen geschnitzt und du kannst alle Intelligenz da reinsetzen, wie es besser geht.
Und wenn du dann irgendwie so ein bisschen später auf die industrielle Wahrheit triffst, stellst du fest, du musst irgendwelche Abwägungen machen. So ganz einfach geht es doch nicht mehr. Du triffst auf die Realität, wo vielleicht der Purismus ein Stückchen zurücktreten muss. Und wahrscheinlich bis auf heute haben wir da auch nicht so alle Probleme der Welt gelöst, die irgendwie technisch, architektonisch und so weiter alle ganz einfach wären. Aber die Realität funktioniert halt anders. Und das finde ich dann spannend, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja, danke schön. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Carola und zu Nico. Nico, kannst du dich noch an deinen ersten Vortrag erinnern? Hast du ja schon gesagt, hast auch den Titel schon gewusst, den Inhalt. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil wir haben hier leider, das ist irgendwas nicht in Ordnung. Einfach nochmal draufdrücken, das wird dann schon. Es ist so, dass ich dich fragen wollte, kannst du dich an deinen ersten Vortrag erinnern? Genau. Ja, Nico. Also ich habe schon, wie gesagt, ich habe mir das heute erst angesehen, habe gesagt, was war denn um Gottes Willen mein erster Vortrag? Und habe mit Erschrecken festgestellt, dass das ein Thema ist, da könnte man heute noch was drüber erzählen. Was damals sehr merkwürdig war, war so, wir haben damals in 5 Tagen C++ geschult und heute schulen wir nochmal in 5 Tagen C++, weil das per Definition darf das nicht länger dauern in der Industrie. Aber wir reden gar nicht mehr über Vererbung. Vererbung spielt gar keine Rolle mehr. Also das ist etwas, was wir übrigens in C++ gelernt haben. Das war mein erstes großes Aha-Erlebnis. Objektorientierung ist es gar nicht. Der erste C++-Standard hat so gut wie keine Vererbung in der Standardbibliothek. Wir haben aber ohne Ende Templates und generische Programmierung. Also man hat uns ja immer gleich vorgeworfen, ihr zersägt Objektorientierung, weil ihr nicht die Funktionen bei den Objekten lasst. Ich fühlte mich da schon auch ein bisschen als revolutionär und sagte, nö, also wir sind schon einen Schritt weiter. Und ich weiß auch jetzt nicht genau, worum es in dem Thema ging. Aber genau, ich war irgendwie sehr früh schon skeptisch und dachte, merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Und rückblickend hatten die Leute, die coolen Ideen in C++ hatten, ja dann auch recht, dass sie sagten, wir haben das geöffnet in ganz andere Gebiete als C++. Also als Vererbung, als Objektorientierung. Ich habe aber hier noch was für dich. Das geht ein bisschen wieder zu Brett Cox. Das ist von 2001, Design objektorientierte Systeme. Und da ist die These, objektorientierte Systeme sind nicht objektorientiert. Und da geht es eben zum Beispiel auch um Komponenten und Subsysteme. Ja, kannst du da noch mal was zu sagen? Es ist, unterstreicht ja noch ein bisschen so irgendwie deine Skepsis, die du gerade ausgedrückt hast. Na, also was dann irgendwann relativ schnell klar wurde, ist das Thema, dass Objektorientierung nicht skaliert. Das heißt, wir haben das Problem, dass ich große Systeme nicht damit bauen kann, dass wir eine große Menge von Klassen und Datentypen haben. Ich erinnere mich an den Vortrag, da gibt es diese Anekdote, wer war denn das? André Weinhold? Weinand. Weinand, genau, danke, Francis. Der hatte eine Folie, die war komplett schwarz. Komplett schwarz. Und dann hat er folgende Anekdote dazu erzählt. Er hat gesagt, wir haben ja ein großes System gebaut und auf dieser Folie sind die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Komponenten dargestellt. Und alles schwarz. Und die Folie kenne ich, habe ich immer noch im Kopf. Das ist ganz merkwürdig. Und da habe ich so gedacht, nee, also wir müssen einen Schritt weiterkommen. Wir müssen Komponenten, wir müssen Subsysteme, wir müssen Architektur reden und die Idee, einfach nur Objekte und Vererbung und Member, nee, skaliert nicht. Und das ist wahrscheinlich auch, kommt aus der Zeit. Ja, danke, Nico. Dann gehen wir mal weiter zur Carola. Dein erster Vortrag. Du hast ihn jetzt schon dahin gemacht. Ja, aber ich gehe davon aus,
Das weiß ich noch. Das war schon, also das ist so lustig, weil, na, ich rede jetzt immer über langlebige Softwarearchitekturen und damals haben wir das nachhaltig genannt, aber das war dann immer so schwierig, weil dann haben die Leute das missverstanden, dass wir irgendwie Häuser bauen, die nachhaltig sind sozusagen, also die energieeffizient sind und so ein Zeugs. Das ist die eine Seite. Und die andere ist natürlich, das war absolut die Hommage an Heinz Zülikofen, einer meiner Ziehväter. Heinz ist Professor gewesen in Uni und in der Uni Hamburg und der hat den Werkzeugmaterialansatz damals in die Welt gesetzt. Und wie immer, ich weiß das auch nicht, was genau passiert ist. Meine Doktormutter Christiane Floyd hat schon in den 80er Jahren agile Softwareentwicklung gemacht. Damit ist sie nicht durchgekommen. Es war einfach zu früh. Heinz Zülikofen hat Werkzeugmaterialansatz gemacht. Ungefähr so wie das, was Eric Evans in seinem DDD-Buch geschrieben hat, hat auch niemand interessiert. Wir waren einfach immer zu früh, ne? Aber wir hatten viel Spaß da damals. Ja, man kann es aber auch umgekehrt sagen, Carola. Die OOP hat diese Themen früh aufgegriffen. Das kann man auch sagen. Das kann man auch sagen. Da sieht man, woher diese Metapher kommt. Also die Überlegung, dass Menschen eigentlich an Dingen arbeiten und dass die dazu Werkzeuge haben. Guck mal, da seht ihr das links. Und damit haben wir unsere Software konstruiert, mit Metaphern. Also es waren wirklich absichtlich Metaphern. Wer mal was richtig Kompliziertes lesen will, der sollte sich an Heinz Doktorarbeit da unten mal ranwagen. Da ist Heidegger drin und all sowas. Also das hat eine philosophische Fundierung, das Ganze. Das macht viel Spaß. Ja, vielen Dank, Carola. Ja, gerne. Jetzt habe ich aber dann mal eine Frage an die Brigitte. Ja. Und zwar, was ist denn über die vielen Jahre, du bist ja jetzt die Teilnehmerin hier und die am längsten dabei ist, was war denn so, wenn du rückblickst, dein persönliches Highlight? Nur eins. Ja, oder auch, wenn du kein ganz besonderes hast, gibt es ja vielleicht ein paar Paar, an die du dich erinnerst. Es gibt immer viele, also eigentlich jedes Mal, wenn man zurückkommt, ist man berauscht von Informationen, Ideen. Natürlich nach einer gewissen Zeit flacht das wieder immer ab und man schafft immer ein paar Sachen doch in der Firma zu integrieren. Also zwei Teilnehmer von hier sogar, da haben wir uns auch was abgeguckt, jetzt von Carola direkt, als die mal erzählte von Pair-Programming und Mob-Reviews oder Mob-Programming, da sind wir damals auch mit der Idee zurück und da haben wir gesagt, das kriegen wir. Mhm. Jetzt ist Brigitte hängen geblieben. Ja, dann gebe ich die Frage mal gleich an... Wir nie durch, dass zwei Leute an einer Sache arbeiten. Wir haben es wirklich geschafft. Ja. Hallo? Eben warst du kurz hängen geblieben? Also wir haben es... Wieder da. Achso, ich bin hängen geblieben? Ja, ja. Okay. Wie weit hat man was gehört? Dass ihr zu zweit zusammengesessen habt und was geschafft hättet. Ja, wir haben das geschafft. Also bei uns ist jetzt Pair-Programming Alltag. Wir haben sogar so ein Mob-Review, also wenn wir sehr wichtige Komponenten bearbeitet werden, dann machen wir ein Mob-Review, damit alle sich das angucken. Das hat wirklich, bringt sehr viel und wirklich auch sehr gute Aspekte, wo man dann nach Wer steht auf dem Kabel? Ach, Brigitte, das tut uns ja sehr leid jetzt. Und auch nochmal nachdenkt. Dann eins war auch total top, also die Argumente, wann man überhaupt Outsourcing machen soll. Und bei uns hat man damit erst begonnen. Man wollte irgendwo mit Indien arbeiten. Da fand ich das auch sehr, also die Informationen, die darüber kamen, die haben wir dann an unseren Vorstand weitergegeben. Die waren auch ziemlich gut. Danke, Brigitte. Also wie gesagt, jedes. Ja, okay. Dann gebe ich die gleiche Frage mal an den Jürgen. Ja, also ich glaube, mir geht es ähnlich. Du nimmst jedes Mal ein paar spannende Themen mit, die so eine Mischung sind aus mal dich selber verproben. Hast du sowas schon mal selbst gemacht? Passt es eigentlich zu dem, wie du das bisher gelernt hast? Oder was davon könntest du mal ausprobieren?
Das ändert sich über die Zeit. Es kommen auch immer mal wieder ähnliche Themen zurück, wo man sagt, das haben wir doch vor 10 Jahren schon mal diskutiert und jetzt hört es sich ein bisschen anders an, aber eigentlich ist es immer noch das Gleiche. Also so Aha-Effekte. Und dann muss ich sagen, so die großen Aha-Effekte, die es dann auch gibt oder die Highlights, sind dann ehrlicherweise dann schon, wenn man irgendwie mal einem Vortrag von einem ja, der großen Weisen zuhört und dann nochmal ins Nachdenken kommt, egal ob es jetzt ein Tom DeMarco und ein Ward Cunningham oder ein Kent Beck oder ein Dave Thomas war, gestern und heute die Linda Rising, da nimmt man ein paar andere Dinge nicht mit, nicht so die Nitty-Gritty-Details und sagen, was müsstest du mal ausprobieren, sondern vielleicht eher so mal die Zeit nochmal zum Reflektieren. Denkst du eigentlich an die richtigen Dinge und mal nachdenken, ist das, was du bisher getan hast, mal grundsätzlich das Richtige? Und ich glaube, die Zeit, die man sich nimmt fürs Nachdenken, Reflektieren, ist genauso wichtig wie ich nehme nochmal ein cooles Thema mit. Danke sehr. An dieser Stelle möchte ich auch mal an das Publikum bitten, die Handys zu zücken. Und die Frage stelle ich jetzt auch dann gleich nochmal an die Carola. Im Hintergrund könnt ihr dann weitere Themen einschauen. Ich blende euch jetzt mal nicht ein. Wir sehen dann die Tech-Wolke hier aufgehen. Carola, was waren denn für dich, du hast jetzt dann als Teilnehmer und Sprecherin einiges erlebt, so wichtigste Themen auf der OP, die du erlebt hast? Und alle anderen können sich gerne hier mal beteiligen. Also für mich, ehrlich gesagt, ist das Wichtigste das Networking, die Leute zu treffen, mit Leuten zu sprechen. Ich bin in vielen Kontexten mit den neuesten Technologien zugange. Also das heißt, ich habe, glaube ich, wenig Überraschungen da erlebt, sozusagen thematisch. Aber Leute sehen sich verknüpfen mit anderen Architekten, mit Teilnehmern, die sich gerne über Sachen austauschen. Also einfach so einen Ort zu haben, wo so viele Leute hinkommen, das war das Beste. Und die Abende an der Bar natürlich. Also ich bin auch wirklich, das muss ich dir gestehen, ganz schlecht, mir Namen zu merken von irgendwas oder Titel von irgendwas oder so. Ich habe immer viele Keynote-Speaker auch gesehen und fand das immer total toll ausgesucht. Ich versuche gerade eine Erinnerung zu fassen zu kriegen über eine Keynote, aber die will sich nicht manifestieren sozusagen. Das ist, ich weiß noch, wie wir da in diesem großen Saal da runter saßen und da unten war jemand und der hat einen wirklich tollen Vortrag gehalten, aber ich müsste in irgendwelchen Listen nachgucken, um das wieder rauszukriegen, was das war. Also ich glaube, unsere Teilnehmer können das besser. Wir sehen da ja auch schon so eine Tech-Wolke, die da entsteht. Ja. Also und dann, weißt du, dieser riesen Essenssaal, ne? Also so da rein und dann sind da so ganz viele Tische und dann gehst du da rum und dann, oh hallo hier, oh hallo da. Das ist zu schön. Also so, das ist, also für mich ist das Networking wirklich das Beste und Wichtigste. Brigitte, kannst du auch noch mal was sagen? Was für dich waren für dich die wichtigsten Themen? Also sagen wir mal, ich kann mich an so einen Vortrag von Adam Bin erinnern, der mal über Interfaces gesprochen hat. Ne? Weil wir hatten so ein paar Leute in der Firma, die das Interfacing ins Unendliche getrieben haben. Also vor jedem irgendeinem Programm muss ein Interface davor sein. Und dieser Vortrag, da haben wir diskutiert, glaube ich, bis zu Blut. Also wir haben uns, es ist besser, wenn dann mehrere in einen, so einen Vortrag gehen, damit man sich daran reibt oder auch sich austauscht und jeder versteht das ein bisschen anders, aber das trägt dann. Also wenn man dann zurückkommt, dann kann man dann besser argumentieren oder sagen, nee, wir machen jetzt die Interfaces nur da, wo Sinn macht und nicht überall. Weil manche neigen dann alles so ja, überproportional exakt zu nehmen. Also und der Vortrag war brillant, wie gesagt. Ja. Was? Vielen Dank. Die Menschen, die Softs, die stehen hier immer noch sehr mittig in der Tech-Wolke, der Stammtisch. Francis. Ja, ich habe eine, vielleicht eine ungewöhnliche, ich weiß nicht, ob irgendjemand sich daran erinnern kann, das war in 2002, glaube ich, wir hatten eine Satirical Keynote.
Wir hatten einen, Bernd Gieseking hieß der, und der hat einfach einen Objektspektrum, hat er noch nie gesehen, hat er ein Objektspektrum in der Hand genommen und hat dann alle mögliche, der hat ja gar keine Ahnung von IT, und der hat dann einfach das ganz aus dem Kontext und hat alles mögliche lustige Sachen drüber gemacht, so ein bisschen so Impro-Theater-mäßig. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein Beispiel, gibt es ja in der Software Engineering Capability Maturity Model, ja, und dann denkst du, Maturity, das ist ja besonders reif, und dann hast du irgendwie, hat er dann irgendwie über reife und faule Sachen gesprochen oder solche Sachen, ja. Das war extrem lustig, weil er überhaupt nicht vom Fach war, und wir haben so viele komische Begriffe für ihn als Nicht-Techniker in das Objektspektrum, und das war absolut klasse. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden war. Ich weiß nicht, ob vielleicht Wolli das weiß, aber der war irgendwie aus dem Rheinland, glaube ich, und hat auch so gesprochen. Ne? Ja, wir sehen hier eine ganze Menge Sachen dabei, die sich hier durchziehen, auch durch das, was ihr sagt. Es sind zwar viele fachliche Dinge, aber man sieht, dass die Elemente, die Themen, die hier in der Tech-Wolke am größten sind, da geht es um die Menschen, um das über den Tellerrand blicken. Der Stammtisch, Nico, hat hier eine sehr prominente Darstellung. Ja, da sieht man, dass da doch eine ganze Menge dabei ist, dass die Konferenz nicht nur Inhalte vermittelt, sondern schlichtweg Menschen zusammenbringt, die sich über diese Themen austauschen. Also das ist sicherlich ein sehr schönes Bild hier. Letztendlich gehe ich davon aus, dass wir einige Leute, einige kenne ich ja hier im Auditorium haben, die selber eine 20-jährige oder noch längere Vergangenheit in der OOP haben. Also es ist sehr, sehr schön. Darf ich noch was sagen, Frank? Natürlich! Ich möchte eigentlich noch sagen, dass also eine Sache, das ist jetzt aber ganz persönlich, die ich an der OOP total toll finde, das hat, glaube ich, Jutta auch gemacht, ich vermute Francis auch, ist, dass ihr Frauen da nach vorne geholt habt. Das sieht man ja jetzt auch heute, das war gestern auch bei dem Stammtisch. Und ich habe heute die Keynote von Grady Booch gesehen, und das hat mich so berührt. Der hat so viele Bilder von Frauen gezeigt, Namen, die ich noch gar nicht kannte. Und einfach dieses sich, also Jutta hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass hier so viele Frauen vortragen, die suchen wir, die kommen nicht von so. Und diesen Einsatz, also dass ihr das macht, das finde ich so, so toll. Das gibt mir so viel das Gefühl, dass ich auch einen Platz habe. Wisst ihr, ich meine, ich kriege immer, die WPS gehört zu einer Holding, und ich kriege immer einmal im Monat von dieser Holding eine Mail: sehr geehrte Frau Lilienthal, sehr geehrte Herren. Ja, also ich meine, und dann bist du immer so, boah, also so wieder die Einzige, die anders ist. Ja, so, also immer ist man anders. Ja. Und dass man hier nicht anders ist, sondern dass das okay ist, als Frau hier zu sein, und dass ihr euch alle darum bemüht und auch nicht denkt, wenn man 30% Frauen hat, dann ist es ja schon okay. Ne? Also es gibt so Zahlen, wenn 30% Frauen da sind, dann denken alle, naja, jetzt reicht es aber auch. Also so, ne? Das finde ich so, so toll. Also vielen, vielen Dank. Und das, finde ich, macht die OOP auch total aus. Also ich kenne keine andere Konferenz, wo da so viel Wert drauf gelegt wird. Und das tut mir total gut, als jemand, der sich oft als Einzelkämpferin fühlt. Brigitte, das ist doch gleich der Übergang an dich. Wie hast du das erlebt oder erlebst das? Also auf der OP spüre ich das wirklich nicht, aber in der Firma sind nicht zu viele Frauen, das stimmt. Also im Team bin ich auch alleine. Ja, aber irgendwie, ehrlich gesagt, mir macht das nicht viel aus. Also ich arbeite gerne mit den Herren. Eigentlich fühle ich mich wohl, und ich bin ja schon so viele Jahre dabei. Im Studium war nicht anders, da war ich auch immer alleine irgendwie. Also ich habe damit eigentlich kein Problem, aber ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen in den Job weitermachen. Also ich glaube, die Frauen können da auch ziemlich viel beitragen in dieser Richtung. Das ist auch ein guter Job für Frauen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich dann noch mal die Frage an die Francis. Bei dir ist ja eine Zäsur eingetreten.
von einer ganz prominenten Position als Technical Chair. Du hast 2012 diese Rolle an die Jutta abgegeben. Wie hast du dich denn eigentlich damals gefühlt, dein Baby abzugeben? Oh, das zu wissen, dass es an Jutta geht, hat mir das extrem erleichtert. Ja, aber das war schwer abzugeben grundsätzlich, aber das habe ich das OOP so wichtig gesehen, dass ich das nicht mehr alles, was ich reinbringen konnte, hatte ich reingebracht und das muss halt andere Impulse bekommen. Und da hat Jutta das super gemacht, da andere Sachen über mehr die Agile-Themen und die Human Factors-Themen, mehr verteilte Verantwortung in dem Programm, also alle möglichen neue Ideen, die ich nicht, bei mir nicht über den Herz bringen konnte, hat Jutta reingebracht. Also das war das Beste, was hätte passieren können. Ja, ja, danke schön. Aber da sieht man noch mal, Carola, du hast es mit der Präsenz der Frauen hier gesagt, aber die Technical Chair-Geschichte ist fest in weibliche Hand seit 30 Jahren. Ja, also das muss man denn dann schon sagen. Jetzt habe ich auch mal eine Frage hier an, fange ich mal bei dem Jürgen an. Naja, in Zukunft, welche Sprecher und welche Themen, jetzt gehen wir mal so langsam in die Zukunft an. Rein. Welche Themen und Sprecher möchtest du denn mal gerne auf der OP sehen? Also wen hättest du mal gerne? Ja, ich habe, glaube ich, vorher schon mal ein paar Kandidaten gesagt, da tut es ehrlich gesagt nicht weh, wenn man die auch ein zweites oder drittes Mal hört, ganz ehrlich. Und jetzt, wie gesagt, da diesmal die Linda und den Grady Butch heute Morgen, das war natürlich ein Genuss. Und da möchte ich jetzt gar nicht an ein, zwei, drei weitere Namen festmachen. Ich bin mir nicht sicher, hatten wir schon den Berners-Lee zum Thema World Wide Web oder so, also irgend so eine Ikone aus der Welt ist sicherlich spannend. Aber ich würde es jetzt nicht an Einzelnen festmachen, sondern der Mix, den wir bisher hatten, da immer so ein paar Prominente und ja, ich sage Vordenker oder irgendwie die tatsächlich die Dinosaurier, die alles so mitgemacht haben und es nochmal reflektieren, finde ich klasse. Und dann treten auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, die Themen in den Hintergrund. Man, klar wird sich das verschieben. Ich gehe mal davon aus, wir werden weiterhin relativ viel hören über Virtualisierung und Cloud. Wir werden wahrscheinlich vieles hören weiterhin über Agilisierung und Lean und Wertschöpfung. Und ich glaube auch das Thema AI wird ein bisschen mehr Gewicht kriegen. Wahrscheinlich so sehr, dass wir irgendwann nicht mehr wissen, dass wir über AI reden. Jetzt reden wir explizit drüber. Irgendwann ist es Normalität und dann gibt es nichts anderes mehr. Ich glaube, das sind schon Themen, die uns beschäftigen. Ich muss aber ehrlich sagen, am Ende des Tages redet man hier in solchen Veranstaltungen immer wieder über: Was ist eine gute Architektur? Wie baue ich eigentlich eine gute Software? Und was ist irgendwie ein vernünftiger Prozess? Wie sollten wir hier alle zusammenarbeiten, dass was Gutes rauskommt? Und das halte ich für mindestens so wichtig, als dass wir uns die nächste neue coole Technologie angucken. Ich glaube, ich hoffe mal, dass wir es auch in 30 Jahren noch hören. Vielleicht unter ein bisschen anderen Randbedingungen, was eine gute Architektur ist. Ja, da sind wir schon wieder bei der nächsten Umfrage, dass wir das gleich auch mal in die ganze Runde gehen. Ich habe schon so ein paar Themen gesehen, wie Tom DeMarco, das Thema AI, ja, Kultur. Nico, hast du vielleicht ein Thema, was du denkst, wird uns weiter begleiten, außer dass du weiterhin über Vererbung in die Wahrheit über Vererbung in C++ erzählst? Das ist so böse, Frank. Das ist okay. Dann lade ich ihn auch nicht auf den Stammtisch ein. Also, es gibt ein paar Momente auf der OOP, da habe ich Tränen vergossen. Und wenn ich mir überlege, welche das waren, dann war das erste Mal Kent Beck mit seiner Keynote, eine Revolution und alles mit dem Adding nur. Und dann gab es zwei andere. Und das waren gar nicht bekannte Menschen. Das war die Frau, die ihren eigenen Herzschrittmacher debuggt hat. Und das war die Frau, die geholfen hat, dass Kinder mit Hilfe von IT ihre Behinderung nicht als Nachteil empfinden, sondern das cool finden.
Und das bewegt mich, weil also letztendlich glaube ich ja an das Gute. Und in dieser Zeit ist es echt schwer, da das Richtige zu tun. Und die Vorreiter, die da in die Richtung gehen, die finde ich essentiell. Und das sehr Merkwürdige ist, wir haben gar keine Helden mehr. Also wir haben sie gar nicht mehr. Wir kommen mit den Leuten, die wir vor 20 Jahren da hatten. Aber die Helden, wo sind die Helden geblieben? Die gibt es vielleicht nur noch im Kleinen. Vielleicht ist das ja auch so, dass es so ist. Aber davon bitte mehr. Wirkliche Geschichten, die einen stolz machen, diesen Job zu machen und auch die eine Chance aufzeigen, dass man nicht in diesem Laufrad mitmachen muss, das IT mitunter unter ist, sondern die dazu führen, dass wir ja, die Welt besser machen. Das ist eigentlich das, was ich haben will. Ja, wenn man jetzt hier mal auf die entstehende Tech-Cloud schaut, dann ist eine ganze Menge AI mit dabei. Ja. Aber gepaart auch mit der Ethikgeschichte. Das ist auch, wir hatten ja, ich glaube, es war letztes Jahr die Keynote über interessante Einblicke in die AI. Ethik und AI steht ja auch in grün hier, wie ihr seht. Carola, ist das ein Thema, ein Inhalt? Ja, auf jeden Fall. Also dieses ganze... Was kann man mit künstlicher Intelligenz eigentlich machen? Was bedeutet das für uns? Also ich sehe dann auch manchmal so TED-Talks und da war auch einer, ich bin ja mit Namen wirklich schlecht, es tut mir leid, ich finde das aber irgendwann raus, der hat darüber gesprochen, dass wir jetzt Gesetze dafür machen müssen, Regeln dafür machen müssen, weil es uns sonst einfach überrennt. Ja? Und ich gucke bei meinen, also wir haben Studierende in unserem Unternehmen und die schreiben ihre Bachelor- und Masterarbeiten und ganz viele machen was mit künstlicher Intelligenz, Bilderkennung, dann trainieren sie irgendwelche Netze und so ein Zeugs. Und ich finde das sehr faszinierend, weil zu der Zeit, als ich eine Diplomarbeit und sowas geschrieben habe, da konnte man ganz schlecht Experimente machen. Also weil wir haben dann so eine Art Sozial... Forschung betrieben, ist diese Architektur besser als, was weiß ich was, ja, du konntest es ja nicht 10-mal machen, aber mit AI, mit diesem ganzen, du kannst als Informatiker in deiner Bachelorarbeit Experimente machen, du kannst sozusagen naturwissenschaftliche Dinge tun, die wir früher nicht machen konnten, das finde ich sehr faszinierend, aber das Zeug ist eben auch mega gefährlich, weil das erkennt, wenn es Hochzeitsfotos sieht, nur, Hochzeiten von weißen weißen Menschen, die in weißen Kleidern rumlaufen und sowas. Und andere Kulturen erkennt das Ding gar nicht. Also das wird total, also was sind die Regeln und wie darf man das verwenden? Also ich sage dann immer zu den Leuten, ihr könnt euch gerne aufregen über alles, was wir in Europa machen, aber eigentlich müssen wir uns aufregen über das, was die da in China machen, ne, mit dem ganzen Zeugs. Also und wenn wir das verhindern, dass das zu uns kommt, dann sind wir schon ziemlich gut. Also was ist das? Was machen wir damit? Sind wir mitverantwortlich, wenn wir das nur programmieren? Was heißt das? Ich finde das sehr wichtig. Also gerade dieses KI, AI und Ethik, das zusammen. Also was bedeutet das? Was machen wir da? Soziale Verantwortung, genau. Da steht es auch, Ethik und AI steht da. Ne? Also das ist so eine große Gruppierung hier, finde ich auch sehr, sehr interessant. Das scheint uns also alle zu bewegen für die Zukunft. Ich sehe noch ein bisschen Quantencomputing. Was meint ihr dazu, Nico? Das ist ein Thema. Ich glaube, als ich für den Stammtisch die Themen sortiert habe, gab es da auch ein paar vernichtende Rückmeldungen. Das ist ja eine sehr imaginäre, eierlegende Wollmilchsau, die da in Zukunft durch unser Business treibt. Ich kann es nicht beurteilen. Es gibt Leute, die sagen, das ist alles Fake und nur um Forschungsgelder zu kriegen. Es gibt Leute, nein, die sagen, da kommt tatsächlich was, wenn ein Bit nicht nur an und aus sein kann. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ich denke, viel zu früh, um sich damit zu beschäftigen. Weil überhaupt niemand irgendetwas dazu sagen kann, was das in der Praxis bedeutet. Ich bin ja schon bei KI skeptisch. Ich denke, KI und AI, das habe ich doch alles schon mal gehört, was da jetzt propagiert wird. Hochgeschwindigkeitstrottel haben wir Taschenrechner vor 30 Jahren genannt.
Ja, wir machen jetzt alles noch rasend viel schneller, aber Trottel sind es trotzdem und sie spiegeln unsere Probleme wieder. Carola schüttelt mit dem Kopf, ich weiß. Aber und man muss auch gucken, was da passiert. Aber ist das wirklich so viel Neues oder ist das nur, dass wir eine Stufe mehr skalieren? Weiß ich nicht. Mhm. Brigitte, wie schaust du jetzt auf die Themen? Was sagst du dazu? Also ich traue mich gar nicht, überhaupt was zu sagen, weil ich habe 1990 meine Diplomarbeit in KI geschrieben. Ah, es war ein Expertensystem für die Hüttenkunde über Walztechnik, wo ich Expertenleute gefragt habe, wie die Regeln sind, wann irgendwelche Walzen hintereinander einen Stall walzen sollten. Und wie gesagt, das waren 60 Regeln, die das beeinflussten, also irgendwie lächerlich. Und danach meine Diplomarbeit ist irgendwie das ganze Thema eingeschlafen, weil die mir gesagt haben, die Rechnerkapazität reicht nicht aus, um die ganzen Regeln aufzunehmen. Mhm. Und jetzt ist das so ein bisschen Déjà-vu. Also jetzt kommt das KI wieder so hoch und denke ich mir, okay, nach so vielen Jahren ist das wieder der Hype. Ja, also ich denke mir, das kann das Leben erleichtern, wenn man so stupide Arbeit durchführt, wo man vielleicht, warum nicht, ne? Aber man muss dazu natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also wenn man dann nur regelbasiertes Expertensystem baut, was ist Schlimmes dabei? Finde ich gar nicht so schlecht. Aber, okay, ja. Ja, aber kommt auf die Themen an. Ne? Also wie gesagt, damals war das sinnvoll. Ich denke mir, warum nicht, ne? Also wenn man da sorgfältig damit umgeht, diese Ethikfragen sind natürlich nichts außer Acht zu lassen. Was mir auffällt hier, im Rückblick haben wir gesehen, da ist so viel Architektur und Technologie dabei. Jetzt sehe ich hier, wenn man mal von AI absieht und einigen technischen Themen wie Open Source, C++, Java-Version 862, es sind ja relativ wenige technische Themen hier und sehr, sehr viel dieses Soziale und die Ethik. Francis, was meinst du dazu? Ist das der Trend für die Zukunft? Ich denke, das ist eine der Trend, aber ich würde nicht sagen, dass es das Einzige ist. Wir müssen halt irgendwie von den Kernthemen, die wir bisher adressieren, in verschiedenen Richtungen expandieren. Und ich sehe da irgendwie da auch mit den Kindern und sowas, also irgendwie da das irgendwie jüngere Leute erreichen oder auch ältere Leute erreichen. Auch Embedded, also da gibt es viel mehr, was man in diesen Embedded-Welt machen könnte. Oder da sind so viele Business-Leute, die irgendwie vielleicht auch uralte Systeme benutzen. Also da müsste man halt auch schauen, dass das modernisiert wird oder Richtung Domänen. Ja, ich bin jetzt selber in der Healthcare-Domäne. Da könnte man Domänen und Raumfahrt und sonstige sind so viele coole Anwendungsfälle. Und das wäre auch eine weitere Dimension, anders als inhaltlich, aber so eine andere Dimension, wo man da noch viel verbessern könnte, viel den Community erweitern könnte, meine ich. Ja, wollen wir mal so langsam den Schwung noch mal ein Stückchen weiter zu machen. Jetzt haben wir die Themen gemacht. Und was ich jetzt noch mal an euch fragen würde, da fange ich mal dann beim Jürgen einfach an. Wenn du einen Wunsch hättest für die nächsten 30 Jahre, OP, du bist jetzt König und darfst dir was wünschen. Was wäre denn dieser Wunsch? Jetzt mache ich es mal leicht. Ich glaube, der größte Wunsch wäre, ich bin 30 Jahren auch wieder dabei. Vielleicht ist es jetzt aber ein bisschen noch unklar und vermessen. Vielleicht will ich dann auch gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, also zu der Diskussion vorher, jedes Thema hat auch seine Zeit, in der das passt. Und wenn wir ich habe auch in den 80er Jahren mich mit AI beschäftigt, mehr als jetzt. Und ich muss sagen, warum war das damals vielleicht weniger spannend am Ende? Es war cool, irgendwie es zu tun.
aber du konntest es mal ehrlich nicht wirklich anwenden. Ja, das war was sehr Elitäres. Es war nett, es gemacht zu haben. Und jetzt redest du nach 30, 40 Jahren drüber. Und ich denke voraus, über was reden wir dann in 30 Jahren? Und plötzlich gehen Dinge. Ja, du redest bei AI nicht mehr über technische Probleme. Du hast keine Maschine, auf der es geht, weil es läuft jetzt auf dem Handy. Sondern redest über andere Dinge, so wie AI und Ethik. Da hätte vor 30 Jahren, glaube ich, weniger dran gedacht. Es war einfach kein Problem. Und so glaube ich auch, dass eigentlich immer das Richtige ist, zum richtigen Zeitpunkt die Themen zu beleuchten und sagen, was machen die eigentlich mit uns und was verändert sich dadurch? Deshalb glaube ich, reden wir immer noch über Architektur. Was ist gut und zwar unter den jetzigen Randbedingungen genauso, wie funktioniert denn wirklich ein guter Prozess? Und ich glaube, wir machen es richtig, wenn wir auch in den nächsten 20, 30 Jahren das wieder tun. Und immer vor dem aktuellen Hintergrund, was hat sich technologisch verändert? Das ist nicht so das Spannende, aber wie wir damit umgehen und was das in irgendwelchen neuen Zeiten bedeutet. Und die Zeit wird sich verändern in den nächsten 30 Jahren. Das ist für mich das Spannende. Und das wird wahrscheinlich passieren. Das wünsche ich mir auch. Ja, jetzt sind wir hier schon bei der nächsten Umfrage. Die Runde geht ins Publikum. Ich habe auch gerade schon im Kommentar gesehen, dass man sich vielleicht rückbesinnt auf effiziente Programmierung, insbesondere aus Eco-Footprint-Gründen. Das sind ja alles so Wünsche. Keine Pandemie, ja, das ist sehr, sehr wichtig hier. Aber jetzt gebe ich gleich die Frage doch mal auch an den Nico. Was wäre so für dich ein Wunsch an die nächsten 30 Jahre OP? Mein größter Wunsch ist, dass wir so gute Programm-Shares behalten, wie wir gehabt haben die letzten 30 Jahre. Und ich muss an dieser Stelle eine Geschichte erzählen. Francis war Programm-Chair, als wir den ersten Stammtisch gemacht haben. Und ich habe den eingereicht, habe gesagt, ich habe die Nase voll von langweiligen Podiumsdiskussionen. Ich will, dass wir so wie in einer Bar abends über das Business reden, dass wir das öffentlich machen, lustig, locker und so weiter. Und ich weiß, Francis hat dann eine Woche vorher gesprochen, kann ich mal die Folien sehen? Und ich sagte, nein. Und was passiert denn da? Sage ich, weiß ich nicht. Ich weiß, dass beim allerersten Stammtisch standen die Chefs von Sixstarter.com und Francis hinten im Raum und haben weiche Knie gehabt, weil irgendwie hunderte von Leuten in diesen Raum gingen und wir hatten alle keine Idee, ob es funktioniert. Wir hatten echt keine Idee. Zum Glück gab es da Toll Collect und Frank hatte einen sensationellen Ausbruch auf der Bühne in der Diskussion mit einem Publikum. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir, und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass es die OOP noch gibt, dass wir solche Programm-Chairs haben, die was riskieren und die sagen, wir probieren was Neues aus, wir machen das einfach mal, wir gucken, was passiert, weil rückblickend war es gar nicht so schlecht, Francis. Und dafür ganz herzlichen Dank. Brigitte, ja, erstmal Dankeschön. Ja, das Lob können wir weitergeben. Ja, da wird schon der Wein gehoben. Brigitte, was sagst du dazu? Also ich glaube, die OOP lebt auch von verschiedenen Themen, von verschiedenen neuen, überraschenden Themen. Also deswegen, man kann nicht sagen, was man sich wünscht. Man will überrascht werden. Ich glaube, das prägt einen. Man kommt und sieht ganz was Neues und dann denkt man, wow. Und ich weiß noch einmal, da gab es zwei junge Leute, die da diese Blutstraße präsentiert haben, wo die Blutproben sortiert waren. Ich stand davor, ich habe mit denen diskutiert, ich war fasziniert, obwohl ich mit dem Thema nichts zu tun habe. Also davon lebt das, dass man von verschiedenen Bereichen irgendwelche Impulse bekommt. Das finde ich gut und das sollte man beibehalten. Also nicht irgendeinem Plan folgen, nur jedes Mal was Neues machen, wenn es geht, dazu.
Ich sehe hier gerade auch OP im Kloster. Das hat ja den Vorteil, dass die meistens eine Brauerei da daneben dran haben. Ja, ich kenne Konferenzen im Kloster und der Nico war auch schon dort. Ich kenne ihn auch. Da darf man nicht sprechen, oder was? Da muss man doch dann 2 Wochen still bleiben. Also wie soll ich mal sagen, in der Konferenz ist das unbegrenzte Bierzapfen im Preis in Begriffen gewesen. Gut, ja, aber vielleicht kommen wir jetzt mal zum anderen Punkt hier. Ich möchte euch jetzt erstmal danken. Ihr habt schon im Chat gesehen, die Jutta ist mit dabei. Und die möchte ich jetzt mal auf die Bühne bitten und vielleicht kann der liebe Fabian sie mal in den Fokus mitrücken, dass wir sie auch alle hier prominent sehen und sie ihr Video einschalten. Ein Video an und ich kann, glaube ich, gehört werden, wenn ich das richtig sehe. Hallo Jutta. Hallo. Ja, du hast die ganze Zeit nicht nur im Hintergrund gelauscht, sondern und gechattet, sondern du hast auch schön zugehört hier und Musik bekommen. Ich habe ganz andere Sachen gemacht nebenher. Gebügelt zum Beispiel. Jetzt kam hier eine ganze Menge Zurückblick und Ausblick und auch Dinge, die du vielleicht in die Konferenz gebracht hast. Erstmal, was sagst du denn rückblickend auf das? Insbesondere jetzt mal, Francis, hatte ich ja schon gesprochen, jetzt mal von deiner Sichtweise. Oh Gott, jetzt sind wir doch hier schon an dem Wunsch für die kommenden 30 Jahre. Ja, das da komme ich schon wieder eine ganze Zeit her. Also, weiß nicht, ich hatte jetzt vielleicht antworte ich irgendwie. Also erstmal für mich war, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auch 93 die erste OOP als Teilnehmerin. Ich war in nahezu jeder Rolle auf der OOP, auch als Ausstellerin mit Partblech Smalltalk damals und Sprecherin und eben dann von Francis in, wir nennen das ja jetzt Program Chair, weil wir irgendwie das mit dem Technical Chair konnte ich nicht so richtig was anfangen und haben das dann umbenannt. Ja, für mich ist das sehr, sehr spannend, was hier passiert mit der OOP. Und ich möchte jetzt hier auch nochmal direkt der Carola danken. Das hat mir wirklich ganz, ganz viel gegeben, was du da gesagt hast. Ich kann nur sagen, das ist ein Kampf. Und ich führe da inzwischen Statistik drüber. Und das ist auch so, dass ich selbst am Anfang da irgendwie so gedacht hat, das läuft so ein bisschen automatisch, habe viel gelernt über die Jahre, wie man Frauen eigentlich besser hier integrieren kann. Und also meine Statistik sagt, ich bin, also 2011 hatten wir 6% Sprecherinnen. Und das ist dann über die Jahre eben, also ich habe es erst so richtig ernst genommen, ehrlich gesagt, auch nur die letzten 5 Jahre. Also davor dachte ich immer, das wird sich doch irgendwie, ja, und Es ist halt so ähnlich wie mit Quoten oder so, ja, wo ich immer auch dachte, das braucht es doch nicht und überhaupt, aber es braucht es halt scheinbar doch, weil anders geht's nicht. Und so ähnlich ging es mir halt jetzt hier. Inzwischen, also 30% wäre großartig, Carola, das sind wir noch nicht. Wir sind bei knapp 25 jetzt. 25% Frauen als Sprecherinnen auf der OOP. Super, was man tatsächlich auch merkt, also jetzt virtuell nicht ganz so, aber letztes Jahr hatte man es wirklich auch vor Ort gemerkt, dass auch damit tatsächlich mehr Teilnehmerinnen da sind. Also es wird wirklich auch bunter und das ist, glaube ich, auch dem wirklich geschuldet, weil Sprecherinnen sind ja auch Vorbilder und dann traue ich mich da, glaube ich, auch eher hin oder man hat dann auch eher so ein Netzwerk und es fühlt sich sicherer an. Und jetzt habe ich vielleicht zu viel darüber gesprochen, weil es ist jetzt auch, Männer sind willkommen, das ist überhaupt kein Thema, ja, nicht falsch verstehen. Aber ich denke, es gibt auch tolle Frauen und die möchte ich gerne fördern und mit einbinden. Ja. Und ja, es bleibt mein Kampf. Dann habe ich jetzt auf den Ausblick auch nochmal auf dich, für dich.
Ja, wenn also du was... Die Themen, du hast ja jetzt die Tech-Clouds da gesehen, genau. Inhalte und Wunsch. Genau, also ich bin da ganz bei, also es haben mehrere Leute gesagt, aber der Letzte, der es, glaube ich, hier erwähnt hatte, war Holger Mucke, der halt auch gesagt hatte, wenn der Klimawandel hier sich manifestiert, dann können wir reden über was wir wollen. Also er ist ja schon da, das brauchen wir ja gar nicht drüber reden, aber dann interessiert es auch nicht mehr, in welcher Programmiersprache wir hier irgendwas machen. Und von daher war ich auch froh, dass ich das mit als Thema gesehen habe. Also wir sind tatsächlich, ich glaube, ja, unsere Verantwortung ist viel größer, als wir sie uns oft nehmen. Also gerade dieses mit AI und Ethik ist ein Riesenthema. Dann eben, wo wir im Moment noch kaum hingucken, ist, was ist eigentlich der Carbon Footprint von unserer Software, die wir produzieren? So, wir gucken immer eher und sagen, ach, wir sind sowieso die Guten, weil jetzt können wir hier toll virtuell mieten und man muss nicht mehr mit dem Flugzeug irgendwo hinreisen oder so. Also Software wird eher gesehen oft als ein Ersatz für ganz viele und man guckt weniger darauf, dass Software selber eben auch einen ganz schönen Footprint hat. Da ist sogar die Vorhersagen gerade zur Zeit, dass 2030, da sind wir noch nicht bei den nächsten 30 Jahren, dass der Carbon Footprint von Software schon bei 30% liegen wird vom gesamten Energiebedarf. Und also es gibt verschiedene Vorhersagen, muss man auch sagen. Es gibt auch welche, die liegen weiter unten, aber trotzdem. Von daher, das ist, finde ich, ein super wichtiges Thema und ich hoffe, dass das einen größeren Raum kriegen wird auch. Mhm. Aber da vielleicht, warte mal, einen Punkt noch dazu. Das ist so, das wirkt ein bisschen so, wie wenn ich da großartig vielleicht Themen setze. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern ich arbeite mit den Track-Chairs und ich frage die Track-Chairs, was findet ihr denn gerade spannend? Und dann schlagen die vor und sagen, ach, ich würde gerne einen Track zum Thema so und so machen. Und darüber entsteht es. Also das ist jetzt nicht, das hört sich so an, wie wenn ich da irgendwie die coolen Ideen hätte, aber das ist das Team. Da sind wir doch wieder bei den Menschen. Den Raum, ne? Das ist ja wieder bei den Menschen, richtig? Ja, genau. Aber eine Frage habe ich noch an dich, wenn du hier auf das Bild schaust, Hybrid Conference steht da auch schon ziemlich. Ja, habe ich gesehen. Habe ich ja gesehen und dachte, das muss ich auf jeden Fall mit Sixtarter.com besprechen. Das ist was, was nicht unbedingt bei mir liegt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe so den Eindruck, dass mit dem Virtuellen, das funktioniert wirklich ganz schön. Das ist also besser auch als gedacht, jetzt gerade für die OOP, finde ich zumindest, dass es ganz gut gelungen ist. So, es ist lebt und die Leute reden miteinander und so weiter, das ist wunderbar. Ich glaube aber auch, man könnte es anders nutzen, dass es einen anderen Charakter hat. Also für jetzt alles, was virtuell ist, muss man nicht unbedingt 5 Tage reservieren oder so, sondern man könnte das auch eher so ongoing über das Jahr machen und das wäre eher so ein Continuous OOP, keine Ahnung. Und dann gibt es eben die Präsenz vor Ort, wo man wirklich eintaucht. Aber keine Ahnung, das ist gerade so eine Überlegung von mir. Aber das ist eher Sixtarter.com. Ja, erstmal vielen Dank an euch. Jetzt habe ich hier wegen... Das ist eine gute Frage. Darf ich die nehmen? Wäre Credit Butch dabei gewesen, wenn die OP in München gewesen wäre? Ich kann nicht sagen, wie oft ich ihn eingeladen habe. Credit reist seit Jahren nicht mehr. Also von daher, nein, er wäre nicht dabei gewesen. Und was diese virtuelle Konferenz uns, glaube ich, geholfen hat, ist, dass ich glaube, für alle wird es in Zukunft akzeptabler sein, dass wenn man in München ist, vielleicht dann auch jemand virtuell dazu schellt. Das war davor fast undenkbar, wenn man sagt, jetzt reise ich da extra hin und jetzt kommt da die Sprecherin nur virtuell dazu, ist so ein bisschen komisch, aber ich glaube, das Verständnis ist jetzt auch eher da. Sorry, Frank, ich jetzt bin gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Erstmal danke ich an euch. Ich möchte jetzt, habe jetzt ein bisschen durch den Chat geblättert. Da haben wir ja viele Themen auch angesprochen. Ihr habt auch hier schon beigetragen. Ich möchte jetzt aber doch nochmal die Chance geben, so zum Abschluss.
dass Leute, die bisher nur zugehört haben, vielleicht doch mal die Hand heben und dann vielleicht mal eine eigene Sichtweise geben und vielleicht auch eine Frage an hier unser Auditorium, an unsere Runde hier stellen. Traut sich jemand? Ja, hallo, Markus Trapp hier vom Fraunhofer Jese. Hallo Markus. Ich bin jetzt, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal auf der OOP in Folge. Und was ich unglaublich gut gelungen finde, ich habe viele Konferenzen anderer Art auch gesehen, was unglaublich gut gelungen ist, ist diese Diversität, die heute auch schon mehrfach angesprochen wurde, dass da auch mal ganz andere Sachen dabei sind, wie das, ich habe meinen Herzschrittmacher gehackt oder ich war mal auf einem Vortrag, was ich fürs IT-Management von meiner Karriere bei Olympia gelernt habe oder sowas in der Art, ja. Und nichts, dass ich da nicht, da habe ich wirklich was draus mitgenommen aus diesen Vorträgen, ja. Und das finde ich einfach unglaublich gut und es ist auf vielen anderen, sag ich mal, informatiknahen Konferenzen nicht annähernd so vertreten, wie das auf der OOP ist. Und da möchte ich euch absolut drin bestärken, das unbedingt auch weiterzumachen. Das finde ich super gut. Danke. Ja, eine Antwort darauf aus dem Publikum. Erstmal loben Sie Markus Vortrag, das ist ja auch schön. Markus hat auch gesprochen. Ja, gibt es denn noch jemand aus dem Auditorium, auf dem Publikum mit einer Bemerkung oder einer Frage? Ich hätte auch eine Anmerkung, weniger eine Frage. Und zwar bin ich zum ersten Mal mit dabei und ich finde es auch sehr positiv, also bin super positiv überrascht, dass eben so viele Frauen gerade als Rednerin eben auch auftreten, weil ich das von anderen Konferenzen anders kenne und hatte auch, muss ich sagen, ein bisschen Respekt davor, vor dieser Konferenz. Also mir hat ein Kollege davon berichtet, dass sie eben super sei und so Softwarearchitektur, das kam mir erst so recht theoretisch vor und bin jetzt auch sehr positiv überrascht eben über diese Vielzahl eben der Themen, also wirklich praxisnah von, weiß ich nicht, C++ bis hin zu Diversität, also Bias oder eben wirklich Geschichten aus dem Leben, also eine wirklich sehr empfehlenswerte Konferenz und ja, ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein. Ja, super. Willkommen in die Community. Das ist ja ganz, ganz toll, dich dabei zu haben. Ich glaube, wir haben so eine Vertrauensbasis zwischen der Organisation und die Sprecher und die Teilnehmer. Und das ist wirklich, wo das Magic happens, glaube ich. Willkommen. Mhm. Mhm. Ich würde auch noch was sagen. Matthias, ja, hier. Ich bin, glaube ich, mittlerweile seit 2013 jedes Jahr dabei gewesen. Und ich bin auch nach wie vor absolut begeistert und Fan. Vielen Dank an euch alle, die ihr das immer ermöglicht und immer wieder auch auf noch eine neue Stufe hebt. Was ich auch nochmal ganz besonders hervorheben möchte, ist so das Rahmenprogramm. Auch das, was jetzt wieder, obwohl es digital ist, da ist. Es geht meistens bis abends um 8 dann solche Dinge wie diese Rückblicke wie heute jetzt. Aber auch das, was Frank und Kevin Henny ein paar Mal gemacht haben, absolut sensationell, dieser Rückblick, auch wie hat sich Software Engineering verändert, was ihr da gemacht hattet, und was war eigentlich alles vor 40, 50 Jahren schon mal da und heißt jetzt irgendwie anders. Und das sind einige Bausteine, die immer wieder, wenn auch in abgewandelter Form kommen und die Konferenz zu einem absoluten Erlebnis machen und die was sind, was man sonst eigentlich nirgends kennt und sieht. Und ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten wir schon die OOP empfohlen haben, dass sie da hingehen sollen, dass sie sich das anschauen sollen und dass man hier Dinge kriegt, die man sonst nicht bekommt. Und das muss euch einfach auch mal gedankt und gesagt werden. Ich hoffe, ihr hört es öfters. Ja, erstmal vielen Dank. Da freuen wir uns natürlich alles. Ein großes Lob. Jetzt eine kleine Werbung für morgen. Morgen treten Kevin und ich wieder auf und versuchen, diesen Dialog auch hier reinzubringen. Möchte ich auch gleich noch hier im Chat war, was ich mir denn wünsche.
so in den nächsten 30 Jahren. Da werden wir morgen auch einiges erfahren. Aber der andere Wunsch ist, dass der Nico 2051 seinen Vortrag von 1996 über die Wahrheit Vererbung als Kino, Eröffnungskeynote. Ja, also für mich habt ihr eigentlich schon alles gesagt. Ja, das Thema AI und Verantwortliche, Responsibility, das ist, glaube ich, für mich ein wirkliches Thema, wo sich mehrere Menschen hier oder mehrere Vorträge drum ranken können, weil es uns für alle betrifft. Ja, das Thema Verantwortung dieser Community für das, was wir an Output, sondern an Software in die Welt hinaus liefern, ja, was die bewirken kann. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch sehr viel Debatten haben werden, die in den Ethikbereich reingehen, Governance-Themen. Ja, die EU ist ja schon daran, dieses Thema AI, Ethik in der AI zu reglementieren. Und da sind so ein paar Sachen dabei, die auch in anderen Ländern sind. Also das wird uns sicherlich begleiten. Das ist für mich auch ein wesentliches Thema. Aber für mich ist das Wichtigste für die nächsten 30 Jahre erstmal, dass wir alle uns dann wieder treffen können. Mit Rollstühlen, Hörgeräten und sonstigen Sachen, die wahrscheinlich alle miteinander verbunden sind. Aber der Mensch, also das, was die OOP für mich ausgemacht hat, ist die Stimmung, dass man sich treffen konnte und dieses Programm, um den Menschen und die Leute zu zentrieren. Ja, wir sprechen über Product-Centric Design und vielleicht dieses teilnehmerzentrisches Konferenzprogramm. Ja, und da kann man sicherlich noch ein paar Formate ausdenken, auch im hybriden Form, die das einfach nochmal verstärken. Also Themen werden wir schon genug finden. Da hat die Jutta recht, da sind tolle Leute dabei, die haben ihre Nase im Wind. Ein paar sind auch hier im Auditorium drin. Genau, und hier im Chat sehe ich auch, diese Verantwortlichkeit heißt auch, dass ein Architekt mal Nein sagt. Also, und das stimmt, das muss man erst mal lernen. Ja, und das Nein sagen müssen wir einfach manchmal mehr lernen. Als, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema hier. Gut, ja, jetzt sind wir schon eine Minute eigentlich über das Ende. GNTM kommt gleich. Das ist dann, ist erst morgen. Ach, stimmt, ist erst morgen. Ja, sorry. Die Tochter weiß Bescheid. Ja, die Tochter, die sitzt hier neben mir und führt ein bisschen Regie. Da ist es wichtig, dass sie das gucken kann. Ja, aber ich möchte dann doch noch mal ein Schlusswort erstmal weitergeben oder hier jemand bitten. Jürgen, wenn du jetzt sagst, am Ende des heutigen Tages, bevor wir uns auf morgen freuen, was sind deine berühmten letzten Worte hier für diese Talkshow? Ich glaube, der Schlüssel war vorher, die Vielfalt macht's. Das gilt sowohl für die Thematik, welche Themen wir haben, das gilt aber auch für die Formate. Also ich fände es cool, wenn wir in Zukunft eine gute Mischung virtuell, aber auch wieder face-to-face haben. By the way, dann gibt es auch wieder die Candy Bar, die hatte ich jetzt dieses Jahr nicht. Und ich glaube tatsächlich, die Vielfalt ist genau das, was wir brauchen. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind ziemlich genau in der Zeit. Ich danke erstmal allen meinen Gästen, Francis, Carola, Jürgen, Nico, Brigitte und dann auch die Jutta. Seht ihr hier alle im Bild. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an die vielen Techniker im Hintergrund, die dieses virtuelle Erlebnis möglich gemacht haben. Der Fabian hier als Vertreter der Organisation, meine Tochter hier, die ein bisschen hier rumgeklickt hat. Das ist alles auch notwendig und ich habe mich auch sehr gefreut über eure regen Beiträge in den Fragen, die wir gestellt haben. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund und ich sehe euch morgen wieder im Konferenzprogramm. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.